Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, hier in dem Rahmen dieses Festivals die BIFF Talks durchzuführen. Das sind Gespräche mit RegisseurInnen, SchauspielerInnen und weiteren Gästen unseres Festivals. Es geht dabei darum, ein offenes Gesprächsformat zu entwickeln, in dem wir einen genaueren Blick auf die Filme werfen, die wir hier zeigen und die Menschen kennenzulernen, die hinter den Filmen stehen. Und damit wollen wir jetzt beginnen. Meine Gäste sind David Del Diaz und Alexander Sirchin von MeWe. Hallo. MeWe, wer sind denn wir und wer sind die anderen? Kurze Frage. Wir sind die vier europäischen Hauptfiguren, in dem Fall österreichischen Hauptfiguren. Und die anderen sind die Hilfsbedürftigen, die Asylbewerber, die ankommen und auf die österreichischen Hauptfiguren treffen und alle versuchen, aus ihrer Perspektive das Richtige zu tun. Und das eint diese vier Figuren auch, so wie ich dich gerade verstehe. Wodurch zeichnen sich diese Figuren denn sonst noch aus? Wir lernen sie in sehr episodischen Folgen kennen. Also der Ursprungsgedanke war, dass dem Co-Autor Senat Halil-Bastic und mir beim ersten Brainstormen, als wir wussten, wir möchten unbedingt etwas über dieses Thema machen, wir möchten irgendwie unsere Mittel verwenden, um etwas darüber zu erzählen. Uns ist sehr früh aufgefallen, dass alle um uns herum und auch wir selber sehr händeringend nach einer klaren Positionierung gestrebt haben. Also wir wollten irgendwie auf der richtigen Seite stehen und die richtige Agenda erfüllen und irgendwie eine klare Position beziehen. Und was mir aber auch auffällt, ist eben, dass diese klaren Positionen oftmals nicht viel weiter als Stereotype, Haltungen und Erwartungshaltungen und Positionen waren. Zum Beispiel der heimatloyale Beschützer und der Kriminelle oder der gutmütige Helfer und das dankbare Opfer. Und was uns dann eben auffiel bei den Recherchen und auch an uns selber einfach ist, dass wenn dann irgendwie in der Begegnung mit der komplexeren Realität dieses Rollenspiel, weil mehr ist es nicht, nicht aufging, dann war man irgendwie verwirrt oder paralysiert. Also was, wenn das dankbare Opfer kein Opfer mehr sein will? Oder halt heute nicht dankbar ist für die Spaghetti zum 10. Mal. Oder wenn der Kriminelle eigentlich ganz nett ist und mir ähnlicher ist, als mir lieb ist. Und ja, das waren so die Gedanken. Und worauf wir hinaus wollen, ist, glaube ich, dass so ein Rollenspiel halt keine echte Begegnung ist. Und dass wir einander auf Augenhöhe begegnen müssen, wenn wir wirklich ein Potenzial ausschöpfen möchten oder das Gemeinsame entdecken möchten. So. Lange Antwort, sorry. Alles gut. Es ist ja auch wirklich ein komplexes Thema, wie du selber gesagt hast. Und ich habe mich persönlich gefragt, ob es dabei auch um das, also wie wichtig euch und dir das Unbehagen oder das Wohlfühlen des Publikums ist. Da gibt es ja durchaus Momente, wo man sich auch fragt, wie kann ich mich dazu selber positionieren? Wie ging es dir denn da als Schauspieler auch dabei mit deiner Rolle? Das ist schwer zu sagen. Also es war anfangs sehr komisch einmal, überhaupt, weil ich ja Laie bin, weil ich ja gar nicht Schauspieler gelernt habe. Es war, wie soll ich sagen, ich habe in der Rolle sehr viel versucht, von mir selbst rein zu interpretieren, dass ich sage, dass ich spezifische Sachen aus meinem Leben versucht da rein zu interpretieren, auf emotionaler Ebene. Was zum Beispiel für mich sehr schwer war im Dreh, war zum Beispiel, ihr habt es im Film schon gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja, und das Publikum wartet noch drauf. Aber ja. Diese Szene für mich zum Beispiel war sehr schwer zu spielen vor dem Spiegel, wo ich sage, ich bin Marcel Hochleitner und das ist die Schuchtel AG. Das war halt für mich so, das hat mir mein Ego ein bisschen verletzt, sage ich jetzt einmal. Es ist, im Film sieht man ja nicht, aber ich habe halt im Hintergrund im Spiegel natürlich mich gesehen und die Kamerateam und wie der David und alle gelacht haben die ganze Zeit, ne? Weil er gewusst hat, dass das für mich halt ein bisschen schwerer ist. Und sagen wir so, Marcel wird oftmals sehr, sagen wir so, rassistisch betrachtet, beziehungsweise, sagen wir so, gestern in Biberach haben wir noch die Aussagen gehört, Nazi. Wie soll ich das erklären? Es ist ein wenig, sage ich jetzt einmal, rechtsradikal. Es kommt ein wenig rechtsradikal rüber, wie er sich verhält, wie er sich gibt und was er versucht, etwas zu bewirken. Er versucht, etwas Gutes zu tun, aber mit einem falschen Ansatz. Und im Endeffekt
Ich habe sehr viel von mir selbst gesehen, weil durch MeWe hat sich mein Mindset komplett verändert. Weil mein Vater ist bei der Polizei und der hat natürlich die andere Seite gesehen. Sage ich jetzt einmal, wenn man es weiß, die Asylwerber kommen in Wien an und es gibt natürlich Wirtschaftsflüchtlinge, es gibt Kriegsflüchtlinge. Man kann sich nicht vorstellen, was teilweise die Menschen erlebt haben. Und ja, somit war ich so, sage ich einmal, dieser typische, bei euch in Deutschland würde man sagen, AfD-Wähler. Aber das hat sich dann durch MeWe sehr schnell gelegt, weil ich einfach gesehen habe, du musst spezifisch auf jeden Menschen eingehen. Du kannst nicht wissen, wie es wäre. Nur weil es passiert oft im Leben, man trifft Menschen und man weiß, den mag man nicht. Was ist aber, wenn derjenige, den ich mag, keine Hilfe braucht, Wirtschaftsflüchtling ist und derjenige, den ich nicht mag und den ich einfach jetzt so, ich habe ihn gesehen, ich kann ihn nicht leiden, der bräuchte meine Hilfe und den stempel ich ab. Und der braucht aber meine Hilfe dringend. Das ist dann sehr schwer zu differenzieren. Deswegen verstehe ich auch, dass das System ziemlich Probleme damit hatte, auszuwiegen, weil wir auch maßlos überfordert waren, sage ich einmal damit. Die ganze Deutschland, Österreich allgemein waren alle sehr überfordert und ich habe halt sehr viel, sage ich, wir haben sehr viel geprobt, wir haben teilweise Szenen rausgenommen, ganze Blätter rausgenommen, neu geschrieben, wir haben sehr lange an der Gruppendynamik gearbeitet, geprobt, vieles probiert, dass es dann im Endeffekt zu dem kommen ist, wie es jetzt ist und ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden, weil wie gesagt, ich bin kein gelernter Schauspieler, ich kriege sehr gutes Feedback und jetzt sind wir in Braunschweig und bin nominiert worden als einer der besten Newcomer. Also irgendwas muss da dran sein. Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Samstag ist die Preiszeremonie. Was machst du denn, wenn du gewinnst? Ich glaube, ich werde auf die Bühne gehen und werde einen Rückwärtssalto machen. Okay, na, Challenge accepted. Lieber nicht. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nichts. Es ist... Also ich bin sehr aufgeregt, also schon die letzten Tage auch in Biberach und die ganzen Feedback, was wir bekommen haben, auch in Österreich, wie Kinostart war. Also, ich weiß nicht, könnte auch sein, dass ich vielleicht einfach umfall. Ich finde es total schön, Entschuldigung, ich möchte nur einhaken, weil ich das einfach mal auch so nochmal zu sagen, finde es total schön, dass Alex als Privatperson auch so diese Entwicklung durchgemacht hat. Und dass du das auch so offen sagst, dass du, dass dein Mindset vor dem Film etwas anders war als nach dem Film. Und ich glaube halt, das betrifft auch ziemlich klar den Konflikt oder das Problem der Figur Marcel, dass sie einfach total das Produkt seiner Umgebung ist. Und das war immer so ein sehr wichtiger Aspekt bei dem Strang, bei allen, aber bei dem noch viel mehr, dass er halt total torpediert wird von gewissen Medien, die natürlich ein Narrativ erzählen. Also bei ihm ist ja die ganze Zeit im Fernsehen und Nachrichten und Zeitungen, die von Übergriffen erzählen und allen möglichen Schlechten. Und das summiert sich so in seiner Wahrnehmung, dass er dadurch natürlich, nicht natürlich, aber sollte man ja nicht, aber in seinem Falle durch seine Unmöglichkeiten, die er hat als Figur, ist er dafür anfällig. Sich da die Realität ein bisschen vereinfachter darzustellen und so zu reagieren. Und das muss man natürlich auch mitbedenken, wenn man solche Menschen trifft. Weil was gefährlich ist, ist natürlich, wenn man in seinen Blasen bleibt und nicht miteinander kommuniziert. Und ich sage jetzt nicht, dass man irgendwelchen Rassisten und Nazis Verständnis bringen soll, überhaupt nicht. Aber man muss irgendwie schon verstehen, was los ist, woher man kommt und was die Dynamiken und die Methoden sind, wie Menschen irgendwie gefasst werden und gehuckt werden, um vielleicht irgendwie etwas bewegen zu können, weil sonst verhärten sich die Fronten und dann passiert sowieso nichts. Ja. Das bringt mich zu der Frage, was ist denn das Zielpublikum dieses Films? Also betreibt ihr damit auch politische Bildung? Ist das überhaupt euer Anspruch? Ich von meiner Seite... Politische Bildung klingt so mit dem Zeigefinger, aber natürlich habe ich eine klare Haltung dazu. Also, und ich glaube, der Film, bei all seiner Komplexität, hoffe ich mal, und bei all seiner Ambiguität, macht er hoffentlich klar, worum es geht. Und zwar MeWe, nicht um mich, sondern um uns und um unsere Gemeinsamkeiten. Wenn wir diese Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen, Beispiel seine Figur, wenn er erkennt, dass der Kriminelle ja eigentlich genauso ein depperter Bur ist wie ich, der irgendwie mit Mädels in Kontakt kommen möchte und in den Club geht und Fahrrad fährt und Spaß haben will, wenn ich das sehe, dann kommen wir uns vielleicht näher, als wenn ich auf die Unterschiede gucke. Insofern, natürlich wollte ich bei dem Film jetzt nicht irgendwie diese Verantwortung ablegen und so tun, als ob
als ob es da keine Wahrheit gäbe, weil am Ende des Tages gibt es für mich die Wahrheit, und zwar Mitmenschlichkeit und miteinander auskommen. Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch an eine Szene, wo es heißt, why me? Und der andere Charakter antwortet, me, 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 it's not about me. It's not only about you, it's about me as well. Yeah, everybody. And everybody. Ich frage mich, wie die Rückmeldungen sind bisher. Also ihr habt schon angesprochen, es ist nicht ganz einfach, über diesen Film zu reden. Was erhofft ihr euch von Braunschweig? Ist ja nochmal anders als Biberach, wo ihr gestern wart. Bitte, damit ich nicht immer labere. Von Braunschweig erhoffe ich mir eigentlich noch mehr Publikum und als in Biberach. Beziehungsweise erhoffe ich mir eigentlich wieder, dass die Leute diesen Film so sehen, wie ich ihn jetzt sehe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn mehrfach gesehen und das hat sich halt, so wie David gesagt hat, das hat sich dann von Mal zu Mal für mich ganz anders angefühlt, wie umso öfter ich ihn gesehen habe, umso mehr habe ich darüber nachgedacht. Und wie gesagt, ich war vorher so der typische blaue Wähler oder AfD-Wähler, sage ich jetzt einmal. Und jetzt denke ich halt so, es ist vollkommen, entschuldige, dass ich es sage, scheißegal, ob Jude, Moslem, Schwarz oder Weiß, es ist jeder Fleisch und Blut und ist Mensch, oder? Somit finde ich das eigentlich sehr, sehr hart sogar, dass das mit dieser ganzen Corona-Sache eigentlich das ganze Corona einfach nur in den Vordergrund gerückt worden ist und wir schieben das andere einfach auf die Seite, weil ja, es ist jetzt uninteressant. Ja. Worüber ich mir auch viele Gedanken gemacht habe, ist, vor Corona zum Beispiel hat es ja auch geheißen auf der ungarischen Grenze, dass so viele Flüchtlinge vor den Zäunen stehen. Jetzt sagt keiner mehr was drüber. Und jetzt, wenn du fährst über Grenzen oder so, jetzt auf einmal siehst du keinen einzigen Menschen mehr. Wo sind die hin verschwunden? Ich glaube, was um da einzuhaken, was wir uns erhoffen, ist sicherlich, dass das Thema wieder thematisiert wird, weil einfach es völlig medial verdrängt wurde in den letzten Monaten, Jahren und es ist ja nicht vorbei. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, in der Zwischenzeit, dass der Film ja ein bisschen auf Abneigung gestoßen sein könnte, so in der Branche, in der Medienbranche, weil ich das Gefühl bekommen habe oder mir gegeben wurde, dass es außer Mode ist, ein bisschen. Mhm. Als ob irgendwie die Flüchtlingskrise, dieses Thema, ja, irgendwie eine Jeans ist, die man sich 2016 angezogen hat und die jetzt irgendwie nicht mehr sexy ist, die man nicht mehr trägt, oder ein Rock oder Schuhe, die man halt nicht mehr anzieht. Und das finde ich halt furchtbar und fatal. Und es ist auch noch dann, weißt du, von der eigenen, ach so weltoffenen, liberalen Medienlandschaft oder Filmbranche, das finde ich furchtbar. Und deswegen bin ich auch so glücklich, dass das Filmfestival Braunschweig dem Film eine Plattform gibt und erkennt, dass Film und das Thema doch eine Relevanz hat. Das freut uns natürlich. Ich habe noch eine Frage, und zwar, der Film ist auch nominiert für den deutsch-französischen Jugendpreis Kinema, wo drei junge Menschen aus Frankreich und drei junge Menschen aus Deutschland sich gemeinsam Filme anschauen, darüber diskutieren und anschließend einen Film aussuchen, der dann gewinnt. Wie ist es für euch, von so einem relativ jungen Publikum auch beurteilt zu werden, die sich euren Film anschauen? Ist ja nochmal was anderes, als wenn gefestigte, auch wählende Personen zum Beispiel sich diesen Film anschauen. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber mir persönlich, ich meine, ich bin auch Laie, ich bin ja kein gelernter Schauspieler, aber mir persönlich ist es sogar sehr wichtig, dass jüngere Leute, jünger als ich bin 23, und Leute in meinem Alter sich für das Thema interessieren. Es war, wie gesagt, für mich auch immer so ein bisschen beiseite schieben. Ich kenne es nur aus dieser Perspektive, jetzt kenne ich es aus der anderen Perspektive. Und durch den Film siehst du einfach, du siehst Helferrollen, die, so wie Gerald, der dann am Weg nach Hause zum Beispiel, nachdem er ihm das untergeschmuggelt hat, eine Panikattacke kriegt, weil er einfach weiß, okay, ja, es, aber war ein Störenfried, aber er braucht auch seine Hilfe. Und wenn man dann so an diese Bad-Szene denkt, wo Gerald ihm eigentlich nur helfen will und aber fühlt sich einfach bedrängt, und das ist dann dieser, also, don't touch me, ich bin nicht schwul, so ein Wort, ne? Und das ist halt für Gerald auch so ein direkter Angriff gegen ihn. Und er weiß nicht damit umzugehen, weil er hat nicht das Gefühl gehabt, dass er ihm irgendwie schwul gegenüberkommen ist. Und es ist halt, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist halt, ich erhoffe mir, dass wir mit dem Film mehr Leute in meinem Alter und Jüngere dieses Thema wieder wirklich publik machen, dass man sagt, okay, es ist zwar Corona, ja, aber da geht es um, das ist genauso wichtig, meiner Meinung nach. Da geht es genauso um Menschenleben. Jetzt geht jeder auf, sagt impfen, die anderen sagen nicht impfen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das momentan so wichtig, ob impfen oder nicht impfen, wenn ich Flüchtlingsboote am Meer habe, wo ich weiß, okay, oder dieses eine schlimme Szenario, wo es gegeben hat, das Flüchtlingsboot ist am Meer getrieben, die Küstenwache ist hingegangen, hat ein Loch ins Boot gestochen, dass sie umdrehen. Und wer weiß, ob die das zurück schaffen. Da sitzen 50 Menschen auf dem Boot, das sind Schlauchboote, die muss man sich vorstellen, das sind nicht, wie man sich vorstellt, das sind einfach nur solche wie Holzbesenstiele, dass dieses Boot stabilisiert wird und die Menschen knien da 5-6 Stunden drauf und trauen sich nicht, Kopf herauszustrecken, weil sie erschossen werden könnten. Und da sind Kinder, Babys. Und was mich halt sehr stark verletzt hat, nachdem ich den Film gesehen habe, von der Verena Altenberger ihren Strang, was mich sehr verletzt hat, ist eigentlich, wie man mit Menschen umgeht. Ich hab mir dann einfach nur so gedacht, so, was ist, wenn ich da drin sitze? Was ist, wenn da meine Familie drin sitzen würde? Jeder Einzelne da würde, wenn seine Familie da drin sitzt, alles daran legen, dass seine Familie überlebt. Und deswegen muss man auch diese Menschen verstehen. Und jetzt verstehe ich auch nochmal ganz anders den Titel dieses Films, Me, We, natürlich. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt eine Menge spannende Q&As hier. Braunschweig ist ready für euch. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und dann eine schöne Preisverleihung und viel Erfolg für alle eure Nominierungen. Dankeschön. Dankeschön. Danke.